بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alles Gute wird Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, heute ist der 15. Unterricht, und nachdem ich angeschaut habe, wie viel uns noch verbleibt, werden wir inshallah den Unterricht, also den von morgen auf heute auch machen. Das machen heute inshallah den Unterricht zu Ende, sodass es der 15. und letzte dieser Aqidah-Reihe ist, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wir waren dabei, wir sind immer noch bei der sechsten Säule, über den Iman an Al-Qadha und Al-Qadr, an die göttliche Vorherbestimmung. Und wir möchten nur noch ein Thema diesbezüglich erörtern. Und zwar geht es um Al-Ihtijaj bil-Qadr. Das bedeutet, dass man mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, argumentiert. Gemeint ist, wenn eine Person etwas gemacht hat, was haram ist, kann sie dann im Nachhinein sagen, Allah hatte für mich ja bestimmt und deswegen kann ich nichts dafür. Und der Glaube an Al-Qadr, liebe Geschwister, schließt nicht das Handeln aus. Das heißt, wenn man als Muslim glaubt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat, was bis Yawm al-Qiyamah geschehen wird, dann bedeutet das nicht, dass man sich zurücklehnt und das Handeln unterlässt. Und es bedeutet auch nicht, denn das würde natürlich, das wäre ein Widerspruch zu den ganzen Aufforderungen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim. Ebenso bedeutet das auch nicht, dass der Mensch nicht zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er erwirbt. Deswegen darf ein Mensch sich nicht berufen, beim Begehen einer Sünde darauf berufen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das sowieso für ihn schon vorbestimmt hatte. Denn der Mensch begeht die Sünde freiwillig und keiner zwingt ihn dazu. Kein Mensch zwingt den Menschen dazu, eine Sünde zu begehen, und deswegen wird der Mensch auch dafür zur Rechenschaft gezogen. Und außerdem weiß auch kein Mensch weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Kein Mensch weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn in der Vergangenheit bestimmt hat. Und deswegen kann man nicht sagen, da kann man sich eben nicht auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, berufen. Es wird erzählt über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, dass man ihm einen Dieb brachte. Dann hat man ihn gefragt, warum hast du gestohlen? Und er sagte, Allah hatte für mich bestimmt, dass ich stehlen werde, und so habe ich gestohlen. Daraufhin hat man ihm seine Hand abgeschnitten und man hat ihn zusätzlich noch geschlagen. Und dann hat man Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala gefragt, warum hast du das gemacht? Die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist nur das eine, das andere ist nicht die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er, die Hand haben wir ihm abgeschnitten, weil Allah es im Koran gesagt hat. Aber geschlagen haben wir ihn, weil er über Allah gelogen hat. Und der Khalifa, radiallahu anhu, hatte sozusagen zwei Argumente. Der andere hatte ein Argument, er sagte, Allah hatte das für mich vorbestimmt. Der Khalifa hat dann in einer anderen Erzählung, heißt es auch, er sagte, in der anderen Erzählung hat er sich ebenfalls berufen auf die göttliche Vorherbestimmung. Das heißt, er hat gesagt, auch wir werden dir deine Hand abschneiden, aufgrund dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat. Und insofern war das natürlich ein Argument, das unsinnig ist. Und er hat aber damit argumentiert, um seinem Kontrahenten zu zeigen, dass sein Argument ebenfalls falsch ist. Und das zweite Argument, warum er das gemacht hat, war natürlich das gesetzliche Argument, dasjenige, das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim erwähnt hat. Allah Azza wa Jal sagte in Surat Luqman, Vers Nummer 34, um den Menschen zu erklären,
dass sie nicht argumentieren dürfen mit Al-Qadr. Allah sagte, وَمَا تَدْرِي مَاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Keine Seele weiß, was sie morgen erwerben wird. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ. Und keine Seele weiß, an welchem Ort sie sterben wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns im Koran, dass dieses Argument mit Al-Qadr zu begründen ein altes Argument ist. Das ist kein Argument in der heutigen Zeit. Das ist ein Argument, das es schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Und ebenso vorher sogar. Allah sagt in Surat Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 148, سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Diejenigen, die Allah etwas beigesellt haben, werden sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir keinen Schirk begangen und auch nicht unsere Vorväter und wir hätten nichts verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat darauf geantwortet, indem er sagte, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا. Genauso haben diejenigen, die vor ihnen waren, geleugnet, bis sie unsere Strafe zu Kosten bekamen. Das heißt also, die Leute haben argumentiert und gesagt, wenn Allah wollte, dann hätten wir keinen Schirk begangen. Und Allah wollte, dann wären wir ebenfalls Muslime gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass dieses Argument ungültig ist. Warum ist es ungültig? Weil es auf nichts fußt. Denn du berufst dich auf etwas, was du eh nicht gewusst hast. Du weißt doch gar nicht, was in der Vergangenheit Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat. Und wenn du dann die Sünde begangen hast, hast du sie freiwillig begangen. Insofern wirst du dafür auch zur Rechenschaft gezogen. Auch wurde einmal zu Abdullah ibn Umar erzählt, dass ihm gesagt wurde, es gibt Leute, sie trinken Alkohol, sie begehen Zina und sie klauen und sie töten Menschen und sie sagen und sie berufen sich auf das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, sie berufen sich darauf, dass Allah hat gewusst, wie es sein wird und es muss ja so sein, wie Allah es gewusst hat. Also deswegen haben wir keine andere Möglichkeit gehabt, als das zu tun, was Allah sowieso schon gewusst hat, dass es passieren wird. Daraufhin sagte er, Subhanallah al-Azim, frei sei Allah, der Allgewaltige von allen Mängeln, er sagte, Rahimahullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, dass dieses Wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, hat sie nicht gezwungen, diese Taten umzusetzen. Also, es geht um das Al-Qadr, es geht um das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Al-Qadr bedeutet salopp gesagt nichts anderes, als dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Teil seines Wissens hat aufgeschrieben. Und sie machen das, was Allah subhanahu wa ta'ala gewusst hat, dass sie tun werden, aber Allah hat sie nicht durch sein Wissen dazu gezwungen, das umzusetzen, was sie gemacht haben. Und das lernt man auch, liest man auch in verschiedenen Aqidah-Büchern, wie gesagt, das ist die Aqidah von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, Alhamdulillah, der uns als Muslime gemacht hat. Ebenso, liebe Geschwister, gibt es natürlich viele andere Erzählungen diesbezüglich, aber es reichen diese zwei von einem Khalifa und von einem weiteren edlen Sahabi. So viel zum Iman an Al-Qadr. Und jetzt möchten wir uns noch einmal den Iman als Ganzes betrachten. Warum, welche Vorteile hat ein Mensch, wenn er ein Mu'min ist? Und jetzt haben wir verstanden, dass ein Mu'min zu sein oder ein Gläubiger zu sein, bedeutet mindestens an diese sechs Säulen des Iman zu glauben. Aber welchen Nutzen hat ein Mensch im Allgemeinen davon? Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, war 13 Jahre lang in der Periode in Mekka damit hauptsächlich beschäftigt, die Aqida, die gesunde Aqida, in die Herzen der Sahaba einzupflanzen. Und denn der Grund ist ganz einfach, wenn das Herz gesund ist, dann wird es jede Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala im Nachhinein akzeptieren
und umsetzen, ohne Wenn und Aber. Anders als, ihr kennt zwei Arten von Menschen. Dem einen sagst du, mach das nicht, das ist, oder mach das, das ist deine Pflicht. Er setzt das sofort um, weil sein Herz ist sauber. Und er nimmt diesen Befehl sehr leicht an. Die andere Person, du sagst ihr, mach das und das, aber es fällt ihr sehr schwer, die Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala umzusetzen. Und er sagt, wie soll ich das machen? Das kann ich nicht machen. Und versteht ihr? Und der Unterschied ist nämlich genau, der eine hat sein Herz ist erfüllt mit Iman, deswegen ist es für ihn eine leichte Sache, das umzusetzen. Denn die Schwierigkeit liegt nicht in der Scharia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagte, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah sagte, er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Aber die Bedrängnis ist wo? Die Bedrängnis ist, dass wir sie nicht einfach umsetzen können. Und der Grund ist wir selbst und nicht die Scharia an sich. Einfaches Beispiel, das Gebet. Das Gebet, die einen genießen es, für die anderen ist es ein Leiden. Also es kann es nicht am Gebet an sich liegen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte diese Sache sehr klar, als er sagte, Alla wa inna fil jasadi mudra, im Körper, hör zu, im Körper gibt es ein Stück Fleisch, idha salahat salaha al jasadu kullu, wenn es in Ordnung ist, dann ist auch der gesamte Körper in Ordnung, wa idha fasada, idha fasadat fasada al jasadu kulluhu. Er sagte, und wenn dieses Stück Fleisch schlecht ist, faul ist, dann ist auch der gesamte Körper ebenso schlecht, Alla wa hiya al qalb, es handelt sich um das Herz. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Auch sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wahrlich, Allah schaut nicht auf euer Äußeres und auf euer Vermögen, sondern er schaut auf eure Herzen und auf eure Taten. Hadith ist überliefert in Sahih Muslim. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ganz klar, dass das Herz, wenn es nicht in Ordnung ist, dann sind die Taten auch nicht in Ordnung. Und da gibt es ein Gleichnis in Surat Al-A'raf, Surat Al-Mazid, Vers 58. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Und aus dem guten Land kommt sein Pflanzenwuchs mit Allahs Erlaubnis hervor. Aus dem schlechten Land jedoch kommt nur Kümmerliches hervor. So legen wir die Zeichen da für ein Volk, das dankbar sein will. Oder das dankbar ist. Jeder von uns weiß, dass bevor man eine Tat begeht, geht ein Wille voraus. Wir haben gesagt, ohne Wille, ohne einen freiwilligen Willen und ohne die Fähigkeit, eine Tat umzusetzen, kannst du keine Tat umsetzen. Also geht das Herz der Tat voraus. Das Herz gibt den Befehl, eine gute Tat zu machen. Und man kann sich das vergleichbar vorstellen, also das Herz und die Taten, vergleichbar mit einem Stück Holz und seinem Schatten. Wenn du das Stück Holz bewegst, bewegt sich der Schatten mit. Es kann nicht sein, dass der Schatten zurückbleibt. Das geht nicht. Und es kann auch nicht sein, dass wenn das Stück Holz krumm ist, dass du den Schatten irgendwie gerade hinkriegst. Das geht nicht. Also das Holz im Sinne von das Herz. Wenn das Herz nicht in Ordnung ist, dann wird auch der Schatten, die Tat, nicht in Ordnung sein. Erst, wir alle wissen, dass erst in der zweiten Periode, also nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die meisten Gesetze gekommen sind. Und das gibt uns wirklich zu denken, darum muss man gut nachdenken, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erst diese ganzen Gesetze später offenbart? Weil die Herzen dann geebnet waren, wie Aisha radiallahu anha uns in einem Hadith mitgeteilt hat. Aus diesem Iman, natürlich hilft das auch bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du mit jemandem sprichst, wenn du einen Muslim hast, der viele Leute sich dem Islam zuschreiben, sie machen aber nichts vom Islam, gar nichts. Sie sind weder mit Muslimen zusammen, noch gehen sie in die Moschee, noch beten sie, aber sie sagen, sie sind Muslime. Und solche Leute, wenn du sie natürlich aufforderst zum Beten, dann bist du so, wie wenn du ein Gesetz, also sinngemäß, also ungefähr, als würdest du ihm etwas von ihm etwas auferlegen, was Allah subhanahu wa ta'ala erst viel später den Muslimen auferlegt hat. Nicht, dass es nicht seine Pflicht wäre, natürlich ist es seine Pflicht. Aber die Frage ist, in welcher Reihenfolge gehst du vor, wenn du einen Menschen
auf den richtigen Weg leiten möchtest, mit Allahs Erlaubnis. Und zwar, das Herz ist noch gar nicht vorbereitet, er kann noch gar nicht diese Anordnung akzeptieren. Und viele von uns wissen, manchmal, wenn man eine Person auf etwas Schlechtes hinweisen möchte, sagen möchte, pass auf, das darfst du nicht machen, dann hat man manchmal die Befürchtung, ja, wie wird er das aufnehmen? Das ist genau der Punkt. Warum? Weil diese Person vom Herzen her noch gar nicht so weit ist. Und deswegen kann es manchmal sinnvoll sein, dass man, wenn man einer Person spricht, die noch gar nicht betet, dass man sie erst einmal auf ganz andere Aspekte in der Religion hinweist, an den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala und den Iman an den jüngsten Tag und was dort geschehen wird und was ist, sodass er, und ihn erinnern an die Gunsterweisung Allahs ihm gegenüber, sodass sein Herz dann, wenn er dann die Anordnung bekommt, es problemlos akzeptiert und hinnimmt und freiwillig dann anfängt zu beten, ohne Zwang, sondern er macht das einfach, weil er erkannt hat, dass er diesen Gottesdienst als Dankbarkeit Allah gegenüber zu verrichten hat. Den Nutzen, den man hat vom Iman allgemein, der ist natürlich, liebe Geschwister, nicht abzählbar. Also man kann nicht sagen, es gibt 1, 2, 3, aber es gibt einige Punkte, an die wir uns gegenseitig erinnern möchten, auf das wir wissen, warum wir diesen Vorteil haben. Also es gibt diesen Nutzen natürlich im Diesseits, aber es gibt Nutzen auch im Jenseits. Erstens einmal, wenn der Iman stimmt und in Ordnung ist, dann der gläubige Mensch akzeptiert die Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala sofort und setzt sie sofort um. Und wenn der Tawhid sich nämlich im Herzen des gläubigen Muslims manifestiert hat, dann erweicht sein Herz. Und es wendet sich ab von allem, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht begehrt. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag. Und das Herz wendet sich dann einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala zu. Ein schönes Beispiel dafür ist von Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, nicht zu verwechseln mit Ibn Mas'ud, denn der ist kein Ansari. Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu, der hat einmal einen Sklaven von sich gezüchtigt, geschlagen. Und daraufhin hat er eine Stimme gehört hinter sich, die ihn dreimal gerufen hat, O Abu Mas'ud. Und daraufhin hat er sich dann ihm zugewandt und gesehen, dass es der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, hat sozusagen beobachtet, was Abu Mas'ud mit diesem Jungen macht. Ungerechterweise natürlich. Er hat etwas gemacht, was falsch ist, und hat ihn daraufhin geschlagen. So wie man sich das vorstellt, das Verhältnis eines Sklaven mit seinem Sklavenherrn. Was allerdings nicht vereinbar ist mit dem Islam. Warum? Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam daraufhin gesagt hat, Ya Aba Mas'ud, Lallahu aqdaru alayka minka alayhi. Er sagte, I'lam, Ya Aba Mas'ud, wisse, Abu Mas'ud, dass Allah dir gegenüber noch mächtiger ist, als du deinem Sklavenjungen gegenüber. Er will ihm damit sagen, du kannst diesem Sklavenjungen jetzt in diesem Leben etwas antun und er wird sich nicht wehren können. Das ist klar, weil er ist dein Sklave. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich als seinen Sklaven ebenfalls dann züchtigen und du wirst dich auch nicht wehren können. Denn die Belohnung und die Bestrafung, wie wir öfter gesagt haben, hängt immer ab von der Tat, die du in diesem Leben gemacht hast. Daraufhin hat er sich ihm zugewandt und es war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und das Erste, was er sozusagen als Reaktion gesagt hat, automatisch, wie ein Reflex kam aus seinem Mund geschossen, Ya Rasulallah, huwa hurrun liwajhillah. O Gesandte Allahs, ich lasse ihn für Allah frei. Das heißt, er hat den Sklaven einfach verschenkt, fertig. Er ist ein freier Mensch geworden, nicht verschenkt, sondern ein freier Mensch geworden. Für Allah und ein Sklave, liebe Geschwister, ist eines der wertvollsten Arten von Besitz, die die Menschen damals gehabt haben, weil er ist sozusagen wie ein Angestellter bei dir auf Lebenszeit. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amma law lam taf'al lamassatka an-nar. Hättest du das nicht getan, dann würde dich das Höllenfeuer berühren. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert. Und deswegen darf sich kein Mensch sicher fühlen vor der Hölle, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das zu einem edlen Sahabi gesagt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein.
Und wie oft geschieht es, dass ein Mensch einem anderen Menschen Unrecht tut? Und wann tut man einem Menschen meistens Unrecht? Na, weil der andere Person sich nicht wehren kann. Ein zweiter großer Nutzen aus dem Iman ist, liebe Geschwister, die Sicherheit. Allah sagte, das heißt, man fühlt sich sicher, besonders im nächsten Leben. Und in diesem Leben natürlich auch. Allah sagt in Surat Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 81 bis 82. Es geht um das Gespräch zwischen Ibrahim a.s. und seinen Leuten. Sie haben behauptet, dass die Sterne und die Monde, dass das ihre Götter sind. Und Ibrahim hat sich dann auf dieses Gespräch mit ihnen sozusagen eingelassen, um ihnen zu zeigen, dass sie falsch liegen. Und am Ende heißt es, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Welche der beiden Gruppen haben ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr es wisst? Wer von euch beiden? Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbeten, oder diejenigen, die viele verschiedene Götter anbeten? Allah sagte, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمْ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Diejenigen, die gläubig sind, oder diejenigen, die geglaubt haben und ihren Iman nicht mit Ungerechtigkeit verdeckt haben, das sind diejenigen, denen die Sicherheit gewährt werden wird, und das sind die Rechtgeleiteten. Und aus dem Zusammenhang der Ayat und auch aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen wir, dass die Ungerechtigkeit in dieser Allgemeinheit der Schirk. Diejenigen, die ihren Iman nicht mit Schirk einkleiden. Ja? Weil der Iman, wenn du darüber den Schirk machst, dann sieht man den Iman nicht mehr wie ein Kleid, das den Körper verdeckt. Und deswegen ist der Iman dann wertlos. Und aus der Ayah lernen wir, dass wenn man den Tauhid auf vollkommene Weise umsetzt, dann wird man auch die vollkommene Sicherheit am Tag der Auferstehung von Allah bekommen. Und deswegen, wer den Tauhid hundertprozentig umsetzt, der wird ins Paradies eintreten, ohne dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zur Rechenschaft ziehen wird und ohne dass er bestraft werden wird. Eine Gesellschaft kann nicht eine gesunde Gesellschaft sein und auch keine Gesellschaft sein, in der die Gerechtigkeit herrscht und in der der gute Charakter obsiegt und in der Verbrechen vermieden werden, wenn sie nicht aufgebaut ist auf einer gesunden Aqidah. Wenn sie nicht aufgebaut ist auf einem gesunden Glauben. Das heißt, der gesunde Glaube ist dein Nutzen nicht nur im Jenseits, weil manche Leute denken, die Religion ist eine Sache für später, sondern die Religion ist ebenfalls der wesentliche Grund, warum es in diesem Leben Zufriedenheit gibt und auch warum es in diesem Leben Sicherheit gibt und Gerechtigkeit gibt. Der dritte Nutzen, den man hat, ist die Glückseligkeit für die Leute, die den Iman verinnerlicht haben und den Iman umgesetzt haben. Denn in diesem Leben noch, vor dem nächsten Leben sowieso, im nächsten Leben ohne Iman, kommst du nicht ins Paradies. Aber in diesem Leben, liebe Geschwister, kann der Mensch niemals zufrieden sein und glücklich sein, wenn er nicht seinen Schöpfer kennt, wenn er nicht denjenigen kennt, der ihn gestaltet hat, wenn er nicht weiß, wie er heißt, wenn er nicht seine Eigenschaften kennt, wenn er nichts über seinen eigenen Schöpfer weiß und wenn er auch nicht weiß, das heißt eine Sache, er kennt seinen Herrn und wenn er auch nicht weiß, wie er zu seinem Herrn gelangen kann. Und das ist genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt in einer Sura, die wir täglich mehr als 17 Mal lesen in Surat al-Fatiha. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alles so gehört Allah dem Herrn der Welten, Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Alabama, dem Barmherzigen, Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Als Allah sagte subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, dadurch wissen wir, das ist unser Iman an die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala, an seine Herrschaft und seine Einzigartigkeit bezüglich seiner Taten. Und wenn wir uns anschauen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dann lernen wir daraus, liebe Geschwister,
weitere Namen von ihm kennen, die uns dazu bringen, nach ihm zu streben. Das heißt, es erweckt in uns die Hoffnung. Der Mensch, der fehlerbehaftet ist, der Mensch, der sündhaft ist, weiß, dass sein Herr, dieser, der alles beherrscht in diesem Universum und alles, was wir nicht kennen, auch, dieser Herrscher, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, der von uns weiß, dass wir fehlerbehaftet sind und Sünden begehen und nicht vollkommen sind als Menschen. Er weiß subhanahu wa ta'ala diese Sachen und deswegen hat er sich uns offenbart als der Ar-Rahman, Ar-Rahim, sodass wir Hoffnung haben und unsere und ihn auch anstreben. Das heißt, er ist unser Ziel subhanahu wa ta'ala. Und aus diesen Namen natürlich ergibt sich, dass er großzügig ist, dass er gütig ist, dass er seinen Geschöpfen Gutes tut, Ihsan, ja? Und all diese Dinge ergeben sich aus der Surat Al-Fatiha. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der, natürlich Malik Yawmiddin haben wir gesagt, das ist die Angst, die erweckt wird, weil der Mensch lebt immer zwischen Angst und zwischen Hoffnung, ansonsten geht er drauf. Und danach sagte Allah azza wa jal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Das heißt, die ersten drei Ayat beziehen sich auf die Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und danach geht es darum, wie kannst du dich diesem allbarmherzigen Gott nähern, indem du ihm alleine dienst und auf die Art und Weise, die Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat und zusätzlich noch, indem du ihm auch darum bittest dabei, denn alleine wirst du diese Sache nicht bewältigen können. Ein vierter Nutzen aus dem Iman ist die Liebe, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber verspürt, weil man ihn kennt als den Allgütigen, weil man ihn kennt als jemand, der viel schenkt. Einer seiner Namen ist Al-Wahhab. Wahhab auf Arabisch heißt Schenken. Er ist der viel Schenkende, subhanahu wa ta'ala. Und vieles andere. Und deswegen sagte einer der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, insha'Allah, er sagte, es ist unmöglich, dass du Allah kennst und ihn nicht liebst. Und es ist unmöglich, dass du Allah liebst und nicht seiner gedenkst. Und es ist unmöglich, dass du seiner gedenkst, Dhikr machst, und du das nicht genießt. Und es ist unmöglich, dass du das Gedenken Allahs genießt und dass dieses Gedenken dich dann nicht dazu bringt, dich nur mit ihm alleine zu beschäftigen, subhanahu wa ta'ala. Und Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, sagte, nur jemand, der Zweifel hat, verabscheut den Tod. Denn jemand, der jemand anderes liebt, der freut sich auf das Treffen mit der Person, die er liebt. Natürlich ist hier gemeint, mit dem, was nach dem Tod geschieht und nicht der Tod an sich, weil der Tod an sich ist eine unangenehme, qualvolle Sache für jeden, fast für jeden Menschen. Insofern kein Mensch mag den Tod, das Sterben an sich. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala ist auch das tiefe Geheimnis, warum deine Taten zu ihm hinaufsteigen. Allah sagt in Surat Fatir, Vers Nummer 10, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Zu ihm steigt das gute Wort empor und die rechtschaffene Tat erhebt er, subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, beschreibt eben diese drei Komponenten, die wir erwähnt haben, einmal die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, einmal die Hoffnung auf Allahs Vergebung und einmal die Angst vor Allahs Zorn. Er sagte, das Herz eines gläubigen Menschen, Ibn Qayyim sagt, إِنَّ الْقَلْبَ فِي سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الطَّائِرِ. Das heißt sinngemäß, das Gleichnis des Herzens oder das Gleichnis eines Menschen auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala ist vergleichbar mit einem Vogel. Die Liebe ist sein Kopf, die Angst und die Hoffnung sind seine beiden Flügel. Solange sein Kopf in Ordnung ist und die Flügel auch funktionieren, dann fliegt er gut, der Vogel. Und sobald der Kopf abgeschnitten ist, wird er sterben. Und sobald er einen der beiden Flügel verliert, ist er Opfer jeden Jägers.
Jeder Jäger kann kommen, ihn abschießen und er wird dann draufgehen. Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, ibn Taymiyyah, sagte, لَيْسَ لِلْقَلْبِ سُرُورٌ وَلَذَّةٌ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ. Er sagt, vollkommenen Genuss kann das Herz nur verspüren, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala liebt und sich ihm zuwendet. Auf eine Art, wie er liebt, subhanahu wa ta'ala. Und die Liebe zu Allah kann erst vollkommen sein, wenn man sich von allem abwendet, was nicht mit Allah zu tun hat. Und dann sagt er, وَهُوَ حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Er sagte, und das ist es, was eigentlich mit La ilaha illallah gemeint ist. Und hier lernen wir auch, liebe Geschwister, sehr schön aus dieser Aussage von Sheikh al-Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein, dass der Iman nicht eine theoretische Sache ist, wie man irgendwo liest und dann glaubt, sondern es ist eine ganze Lebenseinstellung. Dein ganzes Herz wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala zu, wenn es vollkommen mit Tawhid gefüllt ist. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, auch einer der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, inshallah, er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat keinem Menschen eine größere Wohltat erwiesen, als wenn er ihn dazu bringt, La ilaha illallah zu kennen. Und er sagte, La ilaha illallah, das Gleichnis von La ilaha illallah in diesem Leben und im Vergleich zum nächsten Leben, er sagte, La ilaha illallah für die Paradiesbewohner ist so wie kaltes Wasser für die Bewohner dieser Erde. Besonders natürlich, wenn man in einer heißen Gegend wohnt und durstig ist, dann wird man dieses Gleichnis sehr gut verstehen. Aber ohne geht es nicht, das will er damit sagen. Der Iman, liebe Geschwister, als fünftes, der Iman bewahrt diese Umma. Der Iman bewahrt diese Umma, das heißt, er schützt diese Umma vor allem Übel. Sowohl in diesem Leben, als auch im nächsten Leben. Und der Beweis dafür, oder wie schützt der Iman einen gläubigen Menschen in diesem Leben? Er schützt dich vor Zweifel. Er schützt dich vor Unklarheiten, Shubuhat. Er schützt dich vor Unentschlossenheit. Er schützt dich, der Iman, vor Heuchelei. Und alles andere, was das Herz eben befallen kann. Denn wenn das Herz gefüllt ist mit Iman, ist kein Platz mehr. Aber wenn das Herz nicht gefüllt ist mit Iman, dann ist Platz eben für andere Dinge. Allah sagte subhanahu wa ta'ala als Beweis dafür, dass La ilaha illallah den gläubigen Menschen in diesem Leben stützt, befestigt und als auch im nächsten Leben, ist die Ayah in Surat Ibrahim, Surah Nummer 14, inshaAllah, Ayah 27. Allah sagte, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, Allah wird die gläubigen Menschen durch das beständige Wort in diesem Leben als auch im nächsten Leben festigen. Und das beständige Wort ist La ilaha illallah, wie es im Tafsir heißt. Ebenso schützt der Iman, oder Allah schützt den gläubigen Menschen durch den Iman vor den Feinden des Islams. Allah sagt in Surat Al-Imran, Vers 120, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Und wenn ihr geduldig seid und gottesfürchtig seid, und beides gehört zum Iman, und wenn ihr geduldig seid und gottesfürchtig seid, dann wird euch ihre List nicht schaden können. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Wahrlich, Allah umfasst alles, was sie tun. Und deswegen, nur Allah weiß, wie viel Übel er von dir schon abgewandt hat. Walhamdulillah. Durch ein Dua, das du gemacht hast. Oder durch den Iman, den du in deinem Herzen hast. Oder durch irgendetwas Gutes, was du getan hast. Ebenso beschützt der Iman die gläubigen Menschen vor ungerechten Herrschern. Und das lernen wir aus der Geschichte von Musa mit Pharaon. Guck mal, Pharaon
der Herrscher Ägyptens, dieser König, und trotzdem im Endeffekt ist Musa ihm entkommen und die Kinder Israels mit ihm. Und er ist ertrunken und die anderen haben überlebt. Obwohl er hätte einfach jemanden töten können, ohne dass er jemandem das antut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala beschützt seine Awliya. Und ebenso in der Geschichte von Al-Khalil, Ibrahim alayhi salatu wassalam, mit dem Pharao ebenfalls. Ihr kennt die Geschichte, als er nach Ägypten kam und der Pharao, ein anderer Pharao, der ihm seine Frau wegnehmen wollte. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn davor beschützt, durch seinen Iman. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala beschützt die gläubigen Menschen nicht nur vor den Feinden, sondern er verhilft ihnen zum Sieg. Und natürlich, liebe Geschwister, fragt sich der ein oder andere in diesem Moment, ja, wieso ist dann die Lage von vielen Muslimen nicht so, wie es hier geschrieben wird oder wie es erzählt wird? Ja, das Problem liegt nicht an der Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah spricht die Wahrheit. Also kann es nur auf der anderen Seite liegen, je mehr die Muslime sich entfernen von ihrer eigenen Religion, desto schlechter wird es ihnen gehen. Und je mehr sie Allah helfen, wird Allah ihnen helfen. Allah sagte, in tansur Allah yansurkum, wenn ihr Allah helft, wird er euch helfen. Also liegt es nicht an Allah subhanahu wa ta'ala und es liegt nicht daran, dass seine Worte nicht wahr sind, sondern es liegt an der Umsetzung dessen, was Allah verlangt hat. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, ein weiteres Beispiel, viele Leute sagen sich, wenn sie sozusagen nach ihren Worten im Stich gelassen werden, sagen sie, wo ist Allah, warum hat Allah mir nicht geholfen? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah im Koran al-Karim haben uns erklärt, dass die Sache läuft genau umgekehrt. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala in guten Zeiten kennst, wird er dich ebenfalls in schlechten Zeiten kennen. Und wir alle kennen die Ayah in Surat al-Talaq. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Das heißt, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Also die Voraussetzung ist die Furcht Allah subhanahu wa ta'ala. Dann macht er dir einen Ausweg. Aber viele Leute sagen, die gerade die Gelöbnisse machen, sie sagen, wenn Allah mir das gibt, dann mache ich das. Also sie drehen sozusagen den Spieß um. Allah sagte aber in Surat Ghafir, er hat es versprochen, seine Worte sind die Wahrheit. Allah sagte, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Das heißt, wer spricht mehr die Wahrheit, eher die Wahrheit als Allah? Aber in Surat Ghafir, Nummer 40, Vers 51, heißt es, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُمُّ الْأَشْهَادِ. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, wir werden wirklich unsere Gesandten und diejenigen, die geglaubt haben, in diesem Leben unterstützen, in diesem Leben zum Sieg verhelfen und am Tag, da die Zeugen hervortreten. Sowohl in diesem Leben als auch im nächsten Leben. Ebenso eine ganz schöne Sache für Geschwister, die Kinder haben. Denn eine der großen Sorgen, die ein Vater sich macht mit seinen eigenen Kindern, ist, dass sie rechtschaffen werden. Das heißt, jeder Vater möchte gerne, dass seine Kinder gut werden, gläubige Muslime werden und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran al-Karim eine sehr schöne Ayah herabgesandt, in der er dich beruhigt, sofern du ein guter Mensch bist. Ein guter Mensch nach der Definition des Islam. Allah sagte in Surat Al-Kahf, Surah Nummer 18, in der Ayat 82, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ich bin sicher, die meisten von euch haben schon Surat Al-Kahf gelesen oder sie lesen sie regelmäßig. Und in Surat Al-Kahf gibt es die Geschichte von Musa a.s. mit Al-Khadir a.s. Und da gibt es diese, die machen drei Phasen durch, drei Situationen zusammen durch. Und das ist zusammengefasst, kann man im Koran nachlesen. Aber die dritte Station ist ja die Sache mit der Mauer. Da war eine Mauer, die ist am Zerfallen. Und Al-Khadir hat das a.s. wieder aufgebaut, ohne irgendeinen Lohn zu verlangen. Und Musa a.s. konnte das alles nicht begreifen, warum er das gemacht hat. Aber entscheidend ist,
unter dieser Mauer, da war ja ein Schatz verborgen für zwei Waisenkinder. Und der Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, war: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ihr beider Vater war ein rechtschaffener Mann. Ihr beider Vater war ein rechtschaffener Mann. Das ist die Begründung, warum Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khadir geschickt hat, um diesen Auftrag auszuführen, damit eines Tages irgendwann mal, wenn diese Kinder erwachsen geworden sind, dass sie ihren Schatz ausgraben als Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Also war es die Rechtschaffenheit ihres Vaters oder Vorvaters, ja, der sie dazu gebracht hat, es muss also nicht der direkte Vater sein, kann auch einer der Urgroßväter gewesen sein, der rechtschaffen war und dem Allah subhanahu wa ta'ala diese Wohltat erweist, dass er ihnen Nachkommen schickt, Rechtschaffene. Denn jeder Mensch wünscht sich rechtschaffene Nachkommenschaft, weil die sind ein Grund dafür natürlich, dass die eigene Familie bewahrt wird, aber fürs Jenseits, dass die guten Taten eben weiter andauern. Also lernen wir daraus, sei du rechtschaffen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir das bereiten, was du nicht tun kannst. Weil nach dem Tod wirst du gar nichts mehr tun können für dich selbst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er kann machen, was er will. Fünftens, der Iman, liebe Geschwister, bewahrt den gläubigen Menschen vor allem, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht mag, vor allen Sünden. Denn das Herz gibt die Befehle und dort ist der Iman, also befiehlt er nur Gutes. Sechstens, der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala befreit den Menschen von der Sklaverei. Denn die Menschen sind Sklaven, ob sie wollen oder nicht. Jeder Mensch ist Sklave von irgendetwas. Entweder bist du Sklave deiner eigenen Ehefrau, oder du bist Sklave deines Geldes, oder in der Zeit der Sklaverei du bist Sklave eines bestimmten Menschen, oder du bist Sklave von Ländern, die angeblich Entwicklungshilfen schicken. Auf jeden Fall, du bist versklavt in jeglicher Art und Weise, irgendwie. Und manche sind Sklaven des Geldes, manche sind Sklaven von Frauen, manche sind Sklaven von Alkohol und so weiter und so fort. Aber der gläubige Mensch befreit sich von der Sklaverei, von jeglicher Art von Sklaverei, weil er möchte nicht 100 Herren dienen, sondern er befreit sich davon und er dient einem Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sozusagen die wahre Befreiung aus der Sklaverei, dass man sich seinem Herrn hingeht und Sklave seines allmächtigen Gottes wird. Warum? Weil die anderen Arten von Sklavereien, die stimmen überein meistens mit deiner eigenen Lust, was du gerne hättest. Also wie eine Person, die Alkohol trinkt, die macht das ja, weil das ihr schmeckt, weil sie davon abhängig ist. Das heißt, sie geht ihren eigenen Gelüsten nach. Aber derjenige Mensch, der sich befreit von allen Arten von Gelüsten, der ist in Wirklichkeit ein freier Mensch. Und derjenige Mensch, der etwas tut, was eigentlich anstrengend für ihn ist, nämlich zu beten, zu fasten, da frage ich Takalif. Takalif sind Dinge, die dir aufgebürdet worden sind. Das ist keine Sache. Keiner sagt, dass Fasten keine Mühe erfordert. Keiner sagt, dass Beten keine Mühe erfordert. Keiner sagt, dass Spenden keine Sache ist, durch die man seinen eigenen Geiz bekämpft. Das sind alles Arten von Mühen, die man auf sich nimmt. Okay? Aber der Lohn dafür ist am Ende der Genuss. Am Anfang ist es vielleicht nicht so, wie manche Salaf gesagt haben, ich habe so und so viele Jahre im Gebet nachts verbracht und mich dabei abgemüht und danach habe ich so und so viele Jahre genossen. Ja? Weil am Anfang ist es vielleicht ein Abmühen, aber im Laufe der Zeit genießt der gläubige Mensch das, wenn er eben die Süße des Glaubens geschmeckt hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, gehen wir zum siebten Punkt. Der siebte Punkt ist: Man ist überzeugt, wenn man Iman hat, ist man überzeugt, dass das Alter, das Lebensalter von Allah subhanahu wa ta'ala alleine bestimmt wird und dass es weder weniger wird, noch mehr wird, dadurch, dass ich etwas Bestimmtes tue, sondern es wird so sein, wie Allah es bestimmt hat. Und deswegen verlasse ich mich auf Allah subhanahu wa ta'ala in dem Sinne, dass ich seine Anordnungen ausführe. Was er will, mache ich. Ja? Es gibt manche witzige Leute, die sagen, das Fasten schadet den Menschen. Richtig? Die sagen, es ist nicht gesund für den Körper. Davon abgesehen, dass die Menschen, 1 Milliarde Menschen fasten und hat noch keinem von ihnen geschadet. Das heißt, die Realität bezeugt das Gegenteil davon. Unabhängig davon, ich vertraue Allah subhanahu wa ta'ala,
dass das Fasten für mich gut ist und deswegen mache ich es trotzdem. Weil derjenige, der mich erschaffen hat, weiß am besten über mich Bescheid. Allah sagte, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. In Surat Al-Imran, Surah Nummer 3, Vers 145, Allah sagte, und keiner Seele steht es zu oder keine Seele kann sterben, außer mit der Erlaubnis Allahs. Nach einer fest befristeten, nach einer befristeten Vorbestimmung. Allah sagt in Surat Yunus, Vers 49, إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wenn ihre Frist abgelaufen ist, wenn ihre Zeit eingetroffen ist, können sie sie weder um eine Stunde hinausschieben, noch vorverlegen. Achtens, man ist sich sicher und man hat Gewissheit, dass die Versorgung in Allahs Hand ist, subhanahu wa ta'ala. Du wirst durch keine Sünde mehr Rizq bekommen. Und du wirst durch keine gute Tat, die du gemacht hast, vom Rizq ausgeschlossen werden. Das wissen wir, weil Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Hud, Vers Nummer 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Und es gibt kein Getier auf der Erde, ohne dass Allah seinen Unterhalt oblege. Und er kennt seinen Aufenthaltsort und seinen Bewahrungsort. Sein Aufenthaltsort in diesem Leben und Allah kennt auch deinen Bewahrungsort, entweder im Bauch deiner Mutter oder im nächsten Leben. Alles ist in einem deutlichen Buch verzeichnet. Neuntens, man ist beruhigt. Man ist beruhigten Herzens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat Ar-Ra'd, Surat 13, Vers 28, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden, hört im Gedenken Allahs, durch das Gedenken Allahs beruhigen sich die Herzen. Und Allah, derjenige, der die Herzen erschafft hat, der weiß am besten, wie die Herzen sich beruhigen. Zehntens, der gläubige Mensch genießt in diesem Leben ein gutes Leben. Allah beschert ihm ein gutes Leben. Allah sagte in Surat An-Nahl, Vers 97, Surah Nummer 16, Vers 97, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Wer Rechtschaffenes tut, egal ob Mann oder Frau, und gläubig ist, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Oder dem werden wir ein gutes Leben leben lassen. Und deswegen, lasst uns nicht, liebe Geschwister, in die Irre führen. Die gläubigen Muslime sind die einzigen, die ein gutes Leben und gesundes Leben und ein zufriedenes Leben führen. Das ist die einzigen. Die anderen Gemeinschaften, sie befinden sich niemals in der Glückseligkeit, in der sich die Muslime befinden. Die Muslime, meine ich damit, diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben, so wie Allah ihn im Koran, der Prophet in der Sunna, sallallahu alaihi wasallam, erwähnt hat. Elftens, Allah leitet dein Herz. Allah leitet dein Herz. Denn du sagst manchmal, die Rechtleitung brauchst du immer. Du brauchst immer einen Wegweiser. Du brauchst immer einen Wegweiser von Allah subhanahu wa ta'ala, um dir zu zeigen, was gut ist und was schlecht ist. Und der gläubige Mensch, sein Herz, weist ihn darauf hin, was gut und was schlecht ist. Und der Beweis ist dafür im Surat At-Tarabun, Vers Nummer 11. Allah sagte, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهِ. Und wer an Allah glaubt, dem leitet er sein Herz. Zwölftens, Allah subhanahu wa ta'ala verleiht, liebe Geschwister, den gläubigen Menschen. Und immer wenn ich sage gläubige Menschen, ich denke an deinen Nachbarn, sondern denkst du immer, lieber Bruder, liebe Schwester, an die Eigenschaften, die Allah einem gläubigen Menschen zugeschrieben hat im Koran al-Karim. Allah sagte in Surat 24, Surat An-Nur, Vers 55, dass er die gläubigen Menschen, er verspricht den gläubigen Menschen, ihnen eine feste Stellung auf Erden zu geben. Und wir schauen uns die Eier an und dann schauen wir uns ein Beispiel dafür an. Allah sagt in Surat Surat Nur, Vers 55, auf Arabisch, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah sagte, übersetzt, Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird. So wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzt. Das Gesetz Allahs ist immer das gleiche. Also die Umgangsweise, wie Allah mit den Menschen umgeht. Dass er für sie ihre Religion, er hat auch versprochen, dass er für sie ihre Religion, der er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird. Und dass er ihnen nach ihrer Angst stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Aber warum? Antwort, sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die wahren Frevler. Also braucht man nicht die Sache schieben auf andere Gemeinschaften, andere Völker, andere Feinde sozusagen, sondern man schiebt die Sache auf Ersten auf sich selbst. Und wenn man die Gemeinschaft der Muslime anschaut, jeder von uns weiß in seiner Heimat, wie viele gläubige Menschen gibt es, die den Islam also ausüben und ausleben und ihre Gebete regelmäßig in der Moschee verrichten. Weil im Gebet fangen wir immer an, weil das ist die erste Säule sowieso erkennen sie alle an, sonst wären sie keine Muslime. Und bei der zweiten Säule versagen schon die meisten. Wenn es darum geht, sie umzusetzen, wie der Prophet sie vorgemacht hat. Aus diesem, die Frage ist jetzt, ist das Theorie? Nein. Allah sagt, es war in der Vergangenheit so. Allah sagt zu den gläubigen Menschen, es wird auch für euch so sein, wenn ihr das umsetzt, was ich euch gesagt habe. Und ihr seht, es geht hauptsächlich um den Tawhid. Besser gesagt, es geht nur um den Tawhid. Deswegen können wir auch daraus folgern, dass eben der Tawhid ist zwar vorhanden in der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber es gibt auch viel Schirk. Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt. Und also es ist nicht nur die Vergangenheit, sondern er verspricht und er hat uns auch, subhanahu wa ta'ala, nach Offenbarung dieser Ayat Beispiele gegeben der islamischen Geschichte, wo das stattgefunden hat. Und das beste Beispiel ist sicherlich, oder die besten Beispiele sind die Beispiele der rechtgeleiteten, besonnenen Khulafa, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, mit Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Eine Phase der Menschheitsgeschichte, in der der Islam blühte. 13. Allah subhanahu wa ta'ala steht dem gläubigen Menschen bei und er verteidigt ihn. Allah sagt subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah, Vers 257, Allahu waliyu alladhina amanu. Allah ist der Beistand, Allah ist der Schutzherr der gläubigen Menschen. Und Allah sagt in Surat al-Hajj, Vers Nummer 38, Inna Allaha yudafi'u 'ani alladhina amanu. Wahrlich, Allah verteidigt die gläubigen Menschen. Und andere Ulama haben noch viele andere Sachen erzählt, noch ein paar punktuell erwähnen, Vorteile des Iman und des Tawhid. Allah vergibt einem dadurch die Sünden. Und wer den Tawhid richtig umgesetzt hat, wird das Paradies betreten, ohne bestraft zu werden und ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala wird dir deine Sorgen in diesem Leben wegnehmen und deine Probleme lösen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich im Jenseits durch den Iman davor bewahren und schützen, ewig und auf immer in der Hölle zu bleiben. Wenn du gläubig bist, dann bekommst du auch die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Tawhid ist Grund dafür, dass Allah azza wa jal mit dir zufrieden ist und dir die Glückseligkeit beschert in diesem Leben, noch vor dem nächsten Leben. Durch den Iman werden deine Taten erst angeschaut und akzeptiert. Durch den Iman vervollkommnet sich deine Liebe Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Durch den Iman fällt dir eine Katastrophe leicht und die Schmerzen sind nicht so intensiv wie bei einer Person, die nicht weiß, was der Sinn von einer Prüfung ist. Durch den Iman wirst du befreit aus der Sklaverei den Geschöpfen gegenüber. Durch den Iman wird dir Allah subhanahu wa ta'ala zum Sieg verhelfen in diesem Leben als auch im nächsten Leben. Allah verteidigt die gläubigen Menschen. Allah gibt Sicherheit den gläubigen Menschen
Und das Wichtigste, Allah subhanahu wa ta'ala wird durch den Iman dir den Genuss bescheren, ihn subhanahu wa ta'ala im Jenseits sehen zu dürfen. Noch einmal, durch den Iman, liebe Geschwister, wird die muslimische Gesellschaft zusammengehalten. Durch die Liebe, durch die Zuneigung, die ein gläubiger Mensch für einen anderen gläubigen Menschen empfindet. Das heißt, der Nutzen ist in diesem Leben, und das ist die wahre Familie in diesem Leben, und der Nutzen ist auch der Hadith des Propheten, er sagte, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. Der Gläubige ist für einen anderen Gläubigen wie ein Gebäude. Der eine Teil hält den anderen fest. Auch sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Gleichnis der gläubigen Menschen hinsichtlich ihrer Zuneigung, Barmherzigkeit und ihres Mitgefühls untereinander ist wie ein Körper. Wenn ein Körperteil davon sich beschwert oder ein Körperteil leidet, dann leidet auch der gesamte Körper unter Schlaflosigkeit und Fieber. Und dieser Hadith überliefert in Sahih Muslim. Aus dem, was wir gesagt haben, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, ergibt sich, dass der Iman eine Sache ist, die der gläubige Menschen nicht nur im Herzen trägt, sondern es ist eine Sache, die man im Umgang des gläubigen Menschen sehen kann mit einem anderen und in den Sachen erkennen kann, die ein gläubiger Mensch für sich ein Gutes tut und in dem, wie ein gläubiger Mensch mit anderen Menschen redet. Und wenn wir die Ayat des Koran al-Karim verinnerlichen, finden wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala fast immer den Iman zusammen mit der rechtschaffenen Tat erwähnt hat. Und zu guter Letzt zitieren wir diesbezüglich Surat al-Asr. Allah sagte, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Allah schwört bei Al-Asr, das ist der Nachmittag oder das Asr-Gebet oder die Zeit oder das Zeitalter, die Epoche. Allah schwört bei diesen Dingen, Wal-Asr, innal insana lafi khusr, wahrlich der Mensch befindet sich im Verlust, dass der Mensch wird verlieren, das gilt grundsätzlich. Die einzige Ausnahme ist die folgende, illa alladhina amanu wa aminu s-salihat, wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bil-sabr, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, und sich gegenseitig zum Rechten anhalten und sich gegenseitig zur Geduld anhalten. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Herzen leitet. Und deswegen bitten wir ihn darum, dass er unsere Herzen mit Iman füllt, unsere Herzen recht leitet und dass er unsere Taten annimmt. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.